Hallo bei Bildner TV und unserem fünften Video aus unserer Serie zur Reisefotografie. Heute sind wir in Thailand und besuchen das Lichterfest Loy Krathong. Und weil das zwar 3 Tage lang stattfindet, die Highlights aber vor allem in der Nacht, hat man beim Fotografieren natürlich mit ein paar Problemen zu kämpfen. Stichwort Available Light, Low Light. Nur so viel vorab. Blitzen ist nur wirklich keine Option, wenn man die Lichtstimmungen der kleinen beleuchteten Boote und der Himmelslaternen nicht komplett versemmeln möchte. Hi, mein Name ist Christian Haas und ich begrüße euch bei Bildner TV, eurem Kanal mit praktischen Tipps fürs digitale Leben. Heute befinden wir uns, zumindest virtuell, am anderen Ende der Welt, von uns aus gesehen. Man muss natürlich Reisefotografie nicht unbedingt am anderen Ende der Welt betreiben, um tolle Motive zu finden. Aber wo wir schon mal da sind, in Thailand, schauen wir uns an, was Eckhard Kröger, unser Autor unseres Buches Reisefotografie im Bildner Verlag, für euch fotografiert hat, um euch näher zu bringen, wie man denn das Lichterfest Loy Krathong in der Nacht, also im Dunkeln, bei Available Light, am besten fotografiert. Das ist schon das Stichwort oder 2 Stichworte, Available Light, Low Light. Also diese beiden Thematiken machen Fotos ganz besonders interessant, wenn man es denn hinkriegt, diese Motive, die sich in der Dämmerung und im Dunkeln abspielen, auch richtig gut zu fotografieren. Der andere Aspekt, warum solche Fotos für uns Europäer interessant werden, ist natürlich die Location, weil die thailändische, die südostasische Kultur halt einfach ganz ein anderes Feeling hat als unsere Kultur. Wie schon gesagt, wir sind bei einem Lichterfest, wir sind in der Dämmerung nachts unterwegs und haben nicht allzu viel Licht zur Verfügung, also kein Tageslicht, nichts, was eine Szenerie jetzt in Gänze ausleuchtet, sondern man hat vor allem punktuelle Lichtquellen, eben diese Krathongs, diese Schiffchen, diese beleuchteten oder auch die Himmelslaternen. Und dann sind dann natürlich in der Nacht auch die Beleuchtungseinrichtungen auf den Straßen, bei den Veranstaltungen, auch die nimmt man natürlich an und versucht, die einzubinden in eine gelungene Komposition, in die Fotos. Nichtsdestotrotz, diese Art der Belichtung oder diese Art der Lichtgestaltung ist eine Art Reportagefotografie. Man muss nehmen, was man kriegen kann, im wahrsten Sinne des Wortes. Was an Licht da ist, wird verwendet, um dann eben gute Fotos daraus zu machen. Das ist jetzt, man könnte auf den Gedanken kommen, na gut, stelle ich mich da mit meinem Stativ hin und fotografiere einfach mit längeren Verschlusszeiten. Das kann man natürlich machen, wobei dann natürlich jede Art von Bewegung, ob das jetzt die Menschen sind oder diese Himmelslaternen sind oder die Schiffchen, verschwimmen. Also alles, was über einer halben Sekunde liegt an Verschlusszeit, führt dann natürlich dazu, dass Bewegungen total verschwimmen. Klar kann man das machen. Man kann natürlich auch Bilder in diesem Stil einbauen in das Fotoalbum der letzten Reise nach Thailand. Nichtsdestotrotz geht es heute darum, die Motive möglichst scharf abzubilden, die Menschen möglichst scharf abzubilden. Und jetzt steht man eben vor 2 Problemen. Ich persönlich, also wir gehen jetzt mal davon aus, für alles, was wir jetzt hier zeigen, für alle Motive, die wir jetzt dann sehen und anschauen, wir arbeiten ohne Stativ, also nur aus der Hand, wie ein Reportagefotograf. Die Kamera ist in der Hand und jetzt muss ich halt ausprobieren oder jetzt muss ich herausfinden, wie schaffe ich es, die Verschlusszeiten so knapp zu halten, dass mir die Motive nicht verschwimmen, ich aber trotzdem eine vernünftige Belichtung hinkriege. Aber erstmal vorab ein paar kulturelle Dinge. Loy Krathong ist ein buddhistisches Fest, das Ursprung im 14. Jahrhundert in Thailand liegt. Die Krathongs in Form von lotusförmigen Schiffchen sollen das Böse mit sich nehmen, gleichzeitig den Gott des Himmels ehren. Diese Schiffchen aufs Wasser zu setzen und wegtreiben zu lassen, verdeutlicht also das Aufgeben von schlechten Gefühlen, von Ärger, von Wut. Es werden also nicht nur negative Gefühle verarbeitet, es werden auch Wünsche und Erwartungen in diese Handlung gesetzt. Liebespaare lassen oft gemeinsam Boote zu Wasser und schicken dann ihre geheimen Wünsche mit auf die Reise. Je länger man dann dem Leuchten der Kerzen folgen kann, desto länger sollen dann Glück und Liebe dauern.
die Schiffchen, die schon lange vorher auf den Märkten verkauft werden, schaut euch die Märkte unbedingt an, sind oft wahrhafte Kunstwerke. Neben den Schiffchen gibt es auch diese Ballons, diese Himmelslaternen, die sind in der Regel standardisiert und einheitlicher. Allerdings erfordert es ziemliche Übung, wie man so sieht, dass man diese Ballons auch in die Luft bekommt. Wenn man sie zu früh loslässt, kann es passieren, dass sie sehr schnell wieder runtersinken. Also das ist eine bisschen knifflige Sache, die es aber auch wert ist, fotografiert zu werden. Ein Hotspot für Loi Krathong ist Chiang Mai. Und es ist dafür bekannt, der Ort ist dafür bekannt, dass das Fest noch feierlicher erscheint als anderswo. Das Festival dauert 3 ganze Tage. Die ganze Stadt wird dabei festlich geschmückt in den Straßen, auf Bühnen, in fast allen Tempeln finden da Veranstaltungen statt. Also wer schon vorher anreist, der sollte sich unbedingt die Zeit nehmen, die Zeit nutzen, sich die wichtigsten Locations anzuschauen, zu suchen, schon mal Standorte abzuchecken, sich vorzubereiten. Denn schon Tage vorher bereitet sich also wirklich der gesamte Ort vor. Zu Beginn des Fests werden auf der gesamten Stadtmauer, die den Kern umschließt, Kerzen aufgestellt, die dann am ersten Abend angezündet werden. Der Höhepunkt ist dann allerdings der Anblick dieser Tausenden von Laternen, die dann am zweiten und dritten Abend in den Himmel steigen oder zu Wasser gelassen werden. Fast das gesamte Fest findet nach Sonnenuntergang statt. Das bedeutet, dass man in der Regel eben aus der Hand mit sehr wenig Licht fotografieren muss. Also mitschleppen und aufstellen eines Stativs ist wirklich nicht zu empfehlen. Man ist dann einfach zu unflexibel. Man stört auch die Leute, die da rumlaufen. Also ein Stativ ist echt keine besonders gute Wahl. Außer ich habe irgendwo am Rand viel Platz und kann das mal machen. Also ich würde aus der Hand fotografieren und dann ist natürlich das Problem die Verschlusszeit. Man muss also kurz genug sein, um Unschärfen auszuschließen. Und man braucht aber trotzdem eine Blende, die klein genug ist, um Vorder- und Hintergrund möglichst scharf darzustellen. Erschwerend kommt dann dazu, dass die Kontrastunterschiede zwischen den Lichtern und der finsteren Nacht oder auch der nicht beleuchteten Gebäude extrem hoch sind. Konkret heißt es, dass man idealerweise im halbautomatischen Modus der Blendenvorwahl die gewünschte Blende einstellt und dann den ISO-Wert so weit hochregelt, dass die Verschlusszeit gerade noch akzeptabel ist. Sprich, aus der Hand bei zum Beispiel 30 mm eine Verschlusszeit von einer 30. Sekunde oder so. Außerdem, um wirklich das Maximum rauszuholen aus den Bildern, sollte man erstens im RAW-Format arbeiten und zweitens ungefähr 2 Blenden unterbelichten. Die Unterbelichtung führt dazu, dass man schnellere Verschlusszeiten einstellen kann. Und mit Hilfe des RAW-Formats kann man dann aus Lichtern und Tiefen zum Schluss, also wenn man wieder am Computer ist, mit Lightroom, mit Capture One oder auch mit Lumina wirklich noch eine ganze Menge aus dem Bildmaterial rausholen. Wenn ihr euch nicht nur für die Reisefotografie in Südostasien interessiert, sondern vielleicht auch vorhabt, mal nach Hamburg zu fahren, in den Hamburger Hafen, die Kontorhäuser zu besuchen oder nach Norwegen, nach Schweden, nach Island, um Nordlichter zu fotografieren, aber auch 100 andere Spots auf der ganzen Welt verteilt, mal ansehen möchtet, ob das vielleicht mögliche Ziele für euch sind, dann empfehle ich euch wirklich unser Buch Reisefotografie von Eckhard Kröger. Ihr findet hier unterhalb des Videos den Link zu unserem Online-Shop. Da findet ihr das Buch natürlich in gedruckter Version, aber auch als E-Book und als Bundle aus E-Book und gedrucktem Buch. Schaut euch das Buch an. Es ist wirklich eine Freude, sich die ganzen Aufnahmen, die weltweit entstanden sind, anzuschauen, sich inspirieren zu lassen, wo die nächste Reise hingehen kann und vor allem, wie ich am besten diese ganzen Motive mit meiner Kamera festhalte. Abgesehen vom Ablichten der Krathongs und der Himmelslaternen bei ihrem Aufstieg wird es richtig interessant, wenn man sich nicht nur auf die kleinen Lichtquellen fokussiert, sondern wenn man auch die Umgebung mit einbezieht. Die Umgebung, das bedeutet natürlich einerseits Gebäude, Tempelanlagen, die Stadt, aber auch die Personen, die die Laternen eben steigen lassen. Da empfiehlt sich dann, wie wir hier in den Beispielbildern oder in einem Beispielbild auch sehen, die Froschperspektive. Dann kriegt man richtige Wucht in seine Bilder, in seine Komposition. Was man noch machen kann, um besondere Plätze und Gelegenheiten zu finden, man sollte auf jeden Fall mal in die Tempelbezirke gehen. Denn dort und auch auf den Bühnen und bei den Umzügen sind massenweise beeindruckende Motive zu finden. Achtet doch mal auf die Menschen in den hier gezeigten Bildern.
erst die Handlung oder das Handeln, also auch die Gesichtsausdrücke der Personen, die Interaktionen untereinander und das Hantieren mit den Laternen, das erzählt eine Geschichte, hebt die Fotos dann aus der Masse der Aufnahmen hervor. Versucht also nicht nur die Situation an sich einzufangen, sondern auch die Stimmung, was da passiert, was menschlich passiert. Das macht eure Fotos dann zu etwas Besonderem. Es ist dann immer besser, im Rahmen von Available Light zu bleiben. Das ist ganz wichtig, um die Stimmung nicht zu zerstören. Also jede Art von Ausleuchtung über einen Blitz, ob das jetzt ein integrierter Blitz ist oder ein Aufsteckblitz, wäre hier wirklich absolut wenig hilfreich und würde nur, naja, uninteressante Touristenbilder produzieren. Übrigens zum Thema Menschen im nicht-muslimischen, im asiatischen Raum ist es in der Regel kein großes Problem, Menschen zu fotografieren. Und bei solchen Festivals schon überhaupt nicht. Trotzdem sollte man natürlich immer respektvoll bleiben und, also wenn es denn möglich ist, zumindest mit einem Kopfnicken um Erlaubnis bitten, auf sich aufmerksam machen und zeigen, jetzt möchte ich hier ein Foto machen. Man sieht dann schon an den Reaktionen der Menschen, ob das jetzt angebracht ist oder nicht. Noch ein Tipp, wenn ihr Tempelanlagen mit einbezieht, in der Regel stellt man sich ja, naja, mal ganz frontal vor so ein Gebäude, um es mal auf sich wirken zu lassen, um es mal anzusehen. Für Fotos ist das natürlich weniger hilfreich. Man kann sich ja bei diesen Festen normalerweise relativ frei bewegen. Probiert Standorte aus. Das gilt für jede Art von Architekturfotografie, aber jetzt in diesem Fall natürlich auch. Und übrigens, wenn dann noch Mondlicht dazu kommt, also wir sind ja im Dunkeln, wenn dann der Mond noch da ist und zusätzlich Wolken am Himmel vom Mond beleuchtet werden, na, das gibt einem Bild dann nochmal den richtigen Kick. So, das war jetzt unser fünftes Video zum spannenden Themenkomplex der Reisefotografie. Neben unserem Video über Loic Raton gibt es bereits 4 andere Videoclips zur Reisefotografie, in denen es unter anderem eben um Nordlichter geht, um Treppen in Hamburger Kontorhäusern und auch um Venedig, um den Overtourism in Venedig. Ihr findet die Clips natürlich alle auf Bildner.tv, schaut einfach in unsere Playlist. Damit ihr auch in Zukunft keines unserer Videos verpasst, abonniert ganz einfach unseren Kanal. Ich freue mich, euch hier bei Bildner.tv bald wieder begrüßen zu dürfen. Bis dahin, habt Spaß mit eurer Kamera, seid kreativ und bleibt gesund. Bis dann, ciao.